Herzlich willkommen in unserem neuesten Video 30 Tage Mongolei. Wir haben einen Monat lang die Mongolei bereist und um was es in diesem Video geht, das erzählt euch jetzt Martina. Wir werden uns heute angucken, was ihr für eure Reise in die Mongolei wissen wollt. Also, welche Sehenswürdigkeiten gibt es, was muss man bei der Reise allgemein beachten, wo kann man hinreisen, wie kann man hinreisen, also Transport. Wie schaut es mit Essen und Hotels aus und was gibt es noch zu wissen über die Mongolei? Genau, und auch noch ein bisschen, wie das Internet ist, weil das Land ist riesig und ja, seid gespannt. Ich nehme euch jetzt mit auf unsere Rundreise durch die Mongolei. Wir haben uns nämlich einen Leihwagen geholt und haben mit diesem Leihwagen die Mongolei auf eigene Faust erkundet. Es gibt sehr viele organisierte Reisen, aber wir haben dazu uns beschlossen, hey, lass uns ein Auto mieten, lass uns das auf eigene Faust machen. War im Nachhinein doch teilweise nicht so eine gute Idee, aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall gestartet ist unsere Rundreise in Ulaanbaatar. Ulaanbaatar, wunderschöne Stadt, die größte Stadt auch in der Mongolei. Da leben die meisten Leute, außer von Ulaanbaatar leben nicht mehr so viele Menschen. Also Ulaanbaatar ist das Zentrum der Mongolei. Davon sind wir dann ungefähr 100 Kilometer in den Hustai-Nationalpark. Der Hustai-Nationalpark ist ganz bekannt dafür, dass da die Prevalski-Pferde sind. Das sind Wildpferde und die werden da momentan gezüchtet und wir haben eine riesige Population von diesen Pferden beobachten können. Es war wunderschön. Ihr seht aber selbst auf den Bildern, wie toll das war, als wir da abends bei Sonnenuntergang diese Prevalski-Pferde beobachtet haben. Wunderschön, einfach gigantisch. Und das war eben der Hustai-Nationalpark. Da haben wir dann die erste Nacht verbracht und dann sind wir quasi Richtung Erdenes Zu ist quasi so die alte Stadt, ja, mit Chinggis Khan und Co. und also so eine traditionelle Stadt. Dann gibt es auch noch so eine ältere Anlage mit einigen Tempeln drin und richtig schön anzugucken. Und auf dem Weg dahin haben wir dann noch den Elsen-Zarkai-Nationalpark besucht. Das wird auch als die Mini-Gobi deklariert. Ist so ein, ich würde sagen, Jahrmarkt für die Mongolei. Kannst du so ein bisschen Kamel reiten, so ein bisschen Jahrmarktsgefühl, siehst ein paar Dünen, kannst picknicken, siehst ein paar Tiere, also auch richtig schön. Waren wir aber tatsächlich nur ganz kurz und sind dann eben weiter nach Erdenes Zu. In Erdenes Zu hatten wir dann eine wunderschöne Unterkunft, haben wir dann eine Nacht verbracht und sind dann am nächsten Tag in den Orkhan Valley. Der Orkhan Valley ist relativ unbekannt, behaupte ich jetzt mal. Das ist eine ewige Ebene mit einem Fluss in der Mitte. Und wir haben halt gesagt, hey, lass uns mal ein bisschen rumfahren. Wir hatten einen Jeep, 4x4. Lass uns mal das Ding ausprobieren und schauen, wo wir hinkommen. Und auf jeden Fall, dann sind wir so eine, keine Ahnung, so 2 Stunden gefahren. Auf einmal standen wir in einer Ausgrabungsstätte von wirklich einem uralten Tempel oder Kloster oder Stadt sogar. Und da war dann ein deutsches Ausgrabungsteam und ein Haufen Ziegen und Schafe, die auf diesen Ausgrabungen da gelebt haben. War auch echt spannend und ja, die Fliegen waren echt nervig. Also die Mongolei im Sommer ist echt voll mit Fliegen, merkt euch das. Und dann, von da sind wir dann quasi Richtung Ayvakher. Ich hoffe, dass man es richtig ausspricht. Bitte verzeiht mir, Mongolisch ist eine echt enorm schwierige Sprache. Und da haben wir dann die nächste Nacht verbracht und unsere langen Roadtrip in Richtung Gobi durch die Gobi vorbereitet. Das heißt, wir haben uns dann nochmal ein paar Sachen besorgt, haben uns noch ein paar Säcke besorgt, damit unser Gepäck nicht so staubig wird, weil wir sind die ganze Zeit einfach Offroad gefahren. Und am nächsten Tag sind wir dann quasi wirklich, ich glaube, 550 Kilometer Offroad gefahren. Das war enorm anstrengend. Wir sind quasi von Ayvakher Richtung Mandalauvu und von Mandalauvu nach Bulgarn. In Mandalauvu wollten wir eigentlich tanken, aber da war gerade Stromausfall, das heißt, wir haben keinen Sprit gekriegt. Dann sind wir da so die letzten 80 Kilometer auf einen nicht so wirklich vollen Tank Richtung Bulgarn gefahren. Hotels gab es keine, dann haben wir in Bulgarn noch eine Tankstelle gekriegt, haben aber kein Hotel gekriegt, weil in Bulgarn gibt es keine Hotels. Und uns hat auch keiner gesagt, dass da außerhalb so ein paar Gärs noch sind. Also haben wir dann in so einem Gemeinschaftshaus auf einer Holzpritsche geschlafen. War günstig, fließend Wasser gab es. Aus dem Waschbecken, Duschen gab es keine, Klos gab es, wir hatten Dach über Kopf, aber gemütlich und angenehm ist was anderes. Guten Morgen hier aus Bulgarien. Wir haben echt nicht sonderlich gut geschlafen, weil die Betten sau hart waren, aber es ist jetzt 6 Uhr in der Früh und ja, das war unsere Unterkunft übrigens so. Es ist jetzt echt relativ kühl draußen. Wir packen jetzt gerade unser Auto und sind dann zu den Flaming Cliffs gefahren, oder zu Bayanzak heißen die auch auf Mongolisch, und haben uns diese Klippen dort angeguckt. Wie ihr seht auf diesen Bildern, auf die Drohnenaufnahmen, richtig geil bei Sonnenaufgang. Ultra geil. Da sind wir dann weiter nach, oder durch die Gobi, ja, so sind wir so durch die Gobi gefahren, richtig toll, und haben dann nach den Offroad-Spektakeln der letzten Tage in Dalang Skadat, ich hoffe,
wieder bitte verzeiht, wenn es nicht richtig war, eine Nacht verbracht, haben uns geduscht, haben was gegessen, haben die Zivilisation genossen nach tagelange Offroad-Fahren und sind dann von Dalang Skadat Richtung Mandal Gobi gefahren und haben dann auch einen Abstand zu der White Stupa gemacht. Die White Stupa ist auch so eine Klippe, auch wunderschön, richtig toll anzugucken. Dann haben wir uns noch in so ein Wüstenlokal zum Mittagessen, eigentlich wollten wir dann eine Nacht verbringen, aber dann hatten sie leider kein Bett mehr für uns frei. Und dann ging es von dem Ort, also von Mandal Gobi, wo wir auch eine Nacht verbracht haben. Das ist übrigens unser Chaos hier. Und das ist unser Zimmer. Ups, so ist es vollständig. Und ich möchte euch noch was ganz Tolles zeigen. Also, das Bad an sich. Naja. Die Türklinke, die habe ich tatsächlich erst vorhin gefunden. Die war nicht dran. So, dass wir beschlossen haben, dass wir nochmal in den Teretsch Nationalpark fahren und da ein bisschen tiefer, so eine schöne Lodge, haben uns mit Bergblick und haben dort eben, so wie man auf den Fotos sieht, diese gigantische Aussicht genossen, bis unser Roadtrip dann vorbei war. Wir mussten dann zurück nach Ulaanbaatar das Auto zurückbringen, weil wir es tatsächlich nur 10 Tage hatten, aber es war gigantisch. Wir sind 2200 Kilometer durch die Mongolei gefahren und wir hatten Eindrücke. Ich sage es euch, aber wir haben uns auch fast mal in der Gobi verfahren, weil die Straßen, die sind quasi so Fahrwege und wir wussten nicht mehr, wie es nach Mandal Gobi geht. Also GPS ging auch nicht mehr am Handy, wir hatten verschiedene Navis probiert, auch meine Uhr, also es war schon ein bisschen herausfordernd, war jetzt nicht so ganz angenehm. Und dann eben auch das mit dem Sprit, dass wir da in Mandal Gobi keinen mehr bekommen haben, das war schon herausfordernd. Also das muss einem bewusst sein, wenn man dort unten unterwegs ist, dass man sich vorbereiten muss. Wir hatten auch immer mehr Wasser dabei, das war das ist irgendwas, dass wir was dabei haben. Und ich würde auf jeden Fall einen Jeep empfehlen. Mit einem kleinen Auto würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht machen, wie die Mongolen. Die Mongolen stehen auf dem Toyota, auf dem Elektro-Toyota. Und du siehst die hier überall, auch Offroad, überall steckt mal wieder so ein Toyota fest. Das haben die Mongolen voll drauf. Aber ansonsten war das wirklich ein gigantisches Erlebnis, was ich so wahrscheinlich wieder machen würde. Die bekannteste Sehenswürdigkeit der Mongolei, das ist wahrscheinlich die Genghis Khan-Statue. Die ist noch gar nicht so alt, ist aber die größte Reiterstatue der Welt. Und in die kann man auch hoch. Die befindet sich in der Nähe des Teretschi Nationalparks. Man kann einen ganz guten Tagesausflug von Ulaanbaatar hin machen. Und der Teretschi Nationalpark ist auch neben der Reiterstatue absolut einen Besuch wert, denn der ist super schön von der Natur her. Das ist einer der nächsten Orte an Ulaanbaatar, wo man wirklich mal ein bisschen im Grünen zwischen Bäumen ist. Und die Natur in der Mongolei ist gerade in den Sommermonaten wunderschön. Außerdem gibt es da ein größeres Kloster, das nicht nur richtig schön als Klostergebäude ist, sondern auch ganz tolle Blumenwiesen außenrum hat. Und mit ein bisschen Glück sieht man sogar Murmeltiere und anderes Getier. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Ecke der Mongolei. Ebenfalls in den Sommermonaten könnt ihr Glück haben und pünktlich zum Nadam-Festival in der Mongolei sein. Das ist das große Fest der Nomaden, in dem sich die Nomaden in den männlichen Künsten duellieren, und das ist Ringen, das ist Reiten und das ist Bogenschießen. Inzwischen nehmen auch teilweise Frauen teil, also vor allem beim Bogenschießen. Und ja, die Wettkämpfe kann man sich angucken, die sind sehr unterhaltsam, auch sehr faszinierend. Alleine die Pferderennen, weil da einfach Kinder teilnehmen. Und da rennen dann schon die ganz Kleinen auf ihren Pferden über 20 Kilometer oder längere Strecken. Und alle Leute sind gut drauf in traditionellen Kostümen und es ist halt wirklich Party in der Stadt. Richtig cool zu sehen. Macht euch aber gefasst, dass zur Zeit von Nadam die Hotels in Ulaanbaatar ausgebucht oder zumindest ein bisschen teurer sind. Was ein bisschen ein Problem ist mit den Sehenswürdigkeiten, ist erstmal hinzukommen. Denn die Mongolei ist riesig. Das schaut auf der Karte oft gar nicht so groß aus, aber man kann Tage im Auto verbringen. Auch weil die Straßen, dazu kommen wir später noch, nicht überall sonderlich gut sind. Im Dreiländereck von China, Kasachstan und Russland gibt es Adlerjäger, die kennt man von den Fotos. Da gibt es auch spezielle Touren hin, alleine ist es ein bisschen schwierig hinzukommen. Wir leider waren nicht dort, aber da gibt es noch quasi Nomadenvölker, die traditionell mit Adlern auf die Jagd gehen und das gibt natürlich richtig tolle Fotos. Auch ein bisschen ab vom Schuss, und zwar im Norden des Landes gibt es Rentiernomaden, die auf Rentieren unterwegs sind. Auch richtig fotogen. Allerdings leben die teilweise so abgeschieden, dass man nur zu Pferd hinkommt. Das heißt, wenn ihr Touren bucht, sind das die Touren, wo man mehrere Tage zu Pferd reiten muss. Leider haben wir auch das nicht mehr zeitlich geschafft, aber auch die sollen sehr sehenswert sein.
Transport und Verkehr in der Mongolei. Also es gibt natürlich Touren und die meisten Touristen werden das Land wahrscheinlich mit einer Tour bereisen. Die sind dann mit Jeeps oder ja, größeren Jeeps unterwegs, wo dann möglichst viele Leute reingequetscht werden, wenn man Pech hat. Aber dann hat man einen Fahrer dabei, der sich auskennt. Das ist sicher nicht die schlechteste Variante. Wenn man selber in Ulaanbaatar ist, dann gibt es da die App UbiCab. Das ist die Taxi-App da vor Ort. Die funktioniert ein bisschen ähnlich, wie man es von anderen Fahrdiensten, also von Grab oder Uber kennt. Damit kommt man in der Stadt ganz gut von A nach B. Auch zu Fuß kann man tatsächlich relativ viel erreichen. Und es gibt inzwischen auch E-Scooter. Da muss man aber sagen, wir haben es nicht geschafft, die E-Scooter-App uns anzumelden, weil wir keinen mongolischen Zahlungsdienstleister hatten. Das ging zu der Zeit, als wir da waren, also leider nicht. Wenn man jetzt die Stadt verlässt, dann ist natürlich der Leihwagen das Einfachste. Viel öffentlichen Verkehr haben wir überhaupt nicht gesehen. Und da muss man wissen, dass die Straßen, selbst wenn sie in Google Maps eingezeichnet sind, nicht unbedingt Straßen sein müssen. Es gibt die großen Hauptverkehrsstraßen, die sind so ein bisschen wie Landstraßen in Deutschland. Also fast ausschließlich einspurig, also eine Spur rechts, eine Spur links, so viel ja. Aber oft mit extrem tiefen Schlaglöchern, also auch Schlaglöchern, wo man sagt, da wäre die Straße nach deutschem Verkehrsrecht wahrscheinlich nicht mehr befahrbar. Teilweise so schlecht, dass mehr Loch als Teer ist. Wir hatten auch mehrfach, dass zum Beispiel Kühe auf der Straße standen, um aus den Schlaglöchern zu trinken. Also das ist auch so ein Thema. Es ist sehr viel Wildwechsel. Der Wildwechsel besteht aber aus Pferden, Ziegen, Schafen und Kühen. Teilweise auch noch aus Hühnern. Die leben halt da wild. Und entsprechend, wenn die auf der Straße stehen wollen, dann stehen die auf der Straße. Und da sollte man also auch immer angepasst fahren. Man sieht es aber meistens recht weit, weil die Landschaft einfach wahnsinnig weitläufig ist und die Straßen entsprechend auch sehr gerade. Das heißt, wenn ihr seht, da kommt eine Schafherde in 5 Kilometern auf die Straße zu, da bewegt sich irgendwas, dann kann man sich da schon mal gefasst machen. Genau. Aber nicht jede Straße, die in Google Maps eingezeichnet ist, muss auch eine Straße sein. Wir hatten es mehrfach, dass wir dann erst auf Feldwegen standen und dann einfach gar nichts mehr war. Also man hat dann Flussdurchquerungen, wo halt einfach eine Fahrspur im besten Fall endet. Man fährt durch den Fluss durch und dann weiter. Teilweise ist es auch eine ganz normale Straße, wenn man über eine Wiese drüber fährt oder wenn man über eine Ebene fährt. Da ist dann auch nur noch Pi mal Daumen und man versucht sich nach Fahrspuren zu richten, die man sieht. Oder eben, wir hatten es auch in der Wüste, da war ein bisschen Wind, dann hast du keine Fahrspuren mehr gesehen. Dann musstest du grob nach Himmelsrichtung schätzen, wo du hin musst, weil eine andere Orientierungsmöglichkeit gab es nicht mehr. Das nächste Thema, Sicherheit. Wie sicher ist die Mongolei? Also, die Mongolen sind ein bisschen zurückhaltender. Es dauert ein bisschen, bis die warm werden. Aber wenn sie dann warm werden, sind es ultra nette Leute, mit denen es echt richtig Spaß macht, sich zu unterhalten. Auch die Leute, die wir in der Mongolei immer so getroffen haben, waren ultra nett, ja. Wir durften, also unglaublich nett, ja. Als wir da in diesem Dorf waren, in Mandalogowi, da kam das ganze Dorf zu Hilfe, ja, und hat uns beraten und dahin und die hin. Also wirklich super nett. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich habe mich zu keinem Moment unsicher gefühlt wegen dem Menschen. Ich habe mich unsicher gefühlt wegen dem Weiten. Weil die Mongolei ist halt einfach wirklich ein Land, das unendlich groß ist. Wenn du da irgendwo eine Panne hast mit deinem Auto in ungünstigen Ort, dauert es halt, bis dich wahrscheinlich jemand findet. Es fahren schon immer wieder Autos vorbei. Aber im Grunde ist es schon relativ leer. Also ich würde sagen, dass die Mongolei ein sicheres Reiseland ist. Besonders auf geführten Touren ist es noch sicherer. Wenn man es auf eigene Faust erkundet und man dann durch einen Fluss fahren muss, vielleicht da stecken bleibt oder hier irgendwie das Sprit ausgeht oder so, dann wird es herausfordernd. Sprich, wenn man es auf eigene Faust macht, hat es Risiken, dann ist es gefährlicher. Man muss sich halt ein bisschen darauf vorbereiten, so wie wir eben Wasser mitnehmen, irgendwie überlegen, was passiert in Worst Case, was tut man, ja, dass man sich so einen Plan aufstellt. Aber ansonsten war die Mongolei super sympathisch und die Menschen ultra freundlich, also richtig toll. Eine Herausforderung noch, die auch so ein bisschen zur Sicherheit zählt, würde ich sagen, sind die Sprachbarrieren. Es wird nicht überall Englisch gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass die Mongolei eine sehr komplexe Sprache hat, also Mongolisch. Die Sanbainu bedeutet sowas wie guten Tag. Man tut sich auch schwer, in die Sprache reinzukommen. Auch die Beschreibungen oder die Texte, man kann es schwer übersetzen. Auch die Übersetzer tun sich schwer. Also das ist so ein bisschen was jetzt keine Unsicherheit bringt, aber eine Herausforderung für einen Reisenden definitiv ist, wenn man
Mongolisch nicht beherrscht. Die beste Reisezeit in der Mongolei ist von Juni bis September. Denn Ulaanbaatar ist die kälteste Hauptstadt der Welt. Und auch sonst hat dieses Land in den Wintermonaten ziemlich niedrige Temperaturen. Juni bis September ist das Wetter relativ stabil. Wir hatten tatsächlich sogar das Glück, dass es zu der Zeit, als wir da waren, recht angenehme Temperaturen von teilweise sogar über 30 Grad hatte. Und auch der Regen hielt sich bei uns deutlich in Grenzen. Die kurze Reisesaison hat auch den Vorteil, dass man wirklich zu der Zeit dann relativ vielen Reisenden begegnet. Und wir hatten auch den Eindruck, dass man in der Mongolei vielen so Hardcore-Reisenden begegnet. Also wir haben mehrere Leute getroffen, die schon deutlich mehr als 100 Länder bereist hatten. Das war neu, das war cool, sich mit denen auszutauschen. Insofern ist die Mongolei auch ein super Reiseland, um einfach neue Leute kennenzulernen, die auch wirklich aus dem Reisesektor kommen und schon ein bisschen was erlebt haben. Ein Thema, das wir natürlich immer gefragt werden: Wie teuer ist eigentlich so eine Reise in die Mongolei? Also, die geführten Touren sind in unseren Augen relativ teuer. Also ich spreche jetzt hier von 10, 15 Tage, 2, 3, 4, 6.000 Euro, da wo dann eine Unterkunft dabei ist, ein einfaches Gär, ohne großes Bett, ohne warmes Wasser. Wir haben ja dazu uns beschlossen, uns einen Leihwagen zu holen. Dazu muss man sagen, die Leihwagen in der Mongolei sind verdammt teuer zur Reisezeit. Aber wenn man die Straßen gesehen hat, dann versteht man auch warum, weil der Leihwagen, der wird nicht jahrelang halten, wenn er durch die Mongolei fährt. Das heißt, man hat einen hohen Verschleiß durch die Schlaglöcher. Ja, fährt man halt da mal durch so 4 Meter tiefe Schlagloch. Auch LKWs müssen da durch übrigens. Und tatsächlich macht das Land relativ teuer, also Leihwagen besorgen. Die Gärs, super günstig, auch schöne Gärs mit Eintritt in den Nationalpark, kriegst du für 10, 15 Euro die Nacht für 2 Personen, teilweise noch billiger. Oft ist auch noch Essen dabei. Also Essen kannst du zwischen 2, 3 Euro, sag ich mal, wo die Locals essen, und dann kannst du so 10, 15 Euro für die teureren Lokale ausgeben. Aber an sich ist es relativ günstig. Hotels, die guten, teuer, ja, 50 Euro aufwärts. Die günstigsten gehen ab 5 bis 6 Euro die Nacht los. Ja. Das sind halt dann einfache Betten. Wir haben auch in Hotels geschlafen, da wo halt dann einfach das Klo mitten im Raum gestellt war. Also im Bad, so wie man es auf dem Foto hier sieht. Da wo man sich so fragt, hey, warum hat man das Klo da so hingelegt? Gestellt. Die Dusche war irgendwie dann auch so quer aufs Klo gerichtet. Also man sieht, es gibt ein breites Spektrum. Das Durchschnittsgehalt in der Mongolei ist ungefähr 400 US-Dollar, so dass man mal einen Richtwert hat. Und daher finden wir so zu Touren so 10 Tage für 6.000 Euro relativ teuer. Nicht, dass wir das den Leuten nicht geben wollen. Ja? Das ist gar kein Ding. Allerdings müssen wir jetzt sagen, dass man dann durch eine Reisetruppe doch relativ durchgeboxt wird. Und so, wenn man es alleine machen kann, hat man einfach Zeit, um sich die Orte anzugucken, und man hat keinen Hassel. Das Essen in der Mongolei war für Max, dem Fleischesser, überhaupt kein Problem, denn es gibt wirklich sehr viel Fleisch, hauptsächlich Ziege, Rind und Schaf. Für Vegetarier ist es hingegen ein bisschen schwieriger, auch für Leute, die einfach nicht kiloweise Fleisch essen möchten, schwierig. Das zweite schwierige Punkt ist, alles, was nicht Fleisch ist, ist zum großen Teil irgendein Milchprodukt. Das heißt, wenn man jetzt auch noch laktoseintolerant ist, dann wird es nochmal ein Stück schwieriger. Als Vegetarier war es tatsächlich so, dass ich viele Beilagen hatte, öfter mal irgendwie so ein gebratenes Ei einfach, weil das dann trotzdem noch zur Verfügung stand, öfter mal Nudeln. Mehr war aber dann tatsächlich auch in Ulaanbaatar, selbst in den besseren Hotels, für Vegetarier schwierig aufzutreiben. Es ist kein Land für Vegetarier und da tut sich aktuell auch noch nicht so viel. Was es schon gibt, ist so kontinentales Frühstück oder so in den Restaurants oder mal ein Sandwich. Da kann man Glück haben. Auch hier wieder viel mit Fleisch, aber ja, so ein Käsebrötchen oder so ist aufzutreiben. Daneben gibt es auch große Supermärkte, wo man sich tatsächlich eindecken kann und auch erstaunlich viele europäische, westliche, asiatische Produkte aus Japan und Ähnlichem kriegt. Also wenn man eine Küche zur Verfügung hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Mobilfunk und Internet in der Mongolei. Eine SIM-Karte aufzutreiben war am Anfang gar nicht so easy, weil wir einfach kein Outlet, also keinen Shop gefunden haben. Nachdem wir dann einen hatten, war es kein Problem. Wir sind zu einem Unitel-Laden hin, hatten unseren Reisepass dabei und dann war das eine Sache von wenigen Minuten. Und für 10 GB haben wir tatsächlich nur 6 Euro bezahlt, also umgerechnet. Ja,
Damit hatten wir in Ulaanbaatar Supernetz, 5G, LTE eigentlich überall. Und tatsächlich war es auch spannend, denn man konnte sehr weit aus Ulaanbaatar rausfahren, teilweise auf den Dörfern, teilweise irgendwo im Nirgendwo und hatte weiterhin ein LTE-Netz. Allerdings endet das Netz sehr plötzlich. Wir sind ein paar Tage Offroad gefahren, hatten durchgehend LTE, 5G, also überhaupt keinen Stress. Und dann sind wir ein bisschen mutiger geworden und haben gesagt, okay, dann fahren wir jetzt eine weitere Strecke Offroad und dann eben besagte Strecke in der Gobi. Und dann hatten wir LTE und plötzlich war gar nichts mehr. Und dann war halt auch für ein gutes Stück gar nichts mehr. Und wir so, oh Gott, wir haben uns verfahren, wir sind irgendwo im Nirgendwo. Dann hast du noch die Karte so in deinem Zwischenspeicher von Google Maps hängen und du siehst einfach, kilometerweit kommt nichts, falls du falsch abgebogen bist. Und beide schon voll am Rotieren und am Verzweifeln. Versuchen mit dem Handy zu navigieren, in welche Himmelsrichtung und plötzlich hatten wir wieder LTE. Also so ist es. Das heißt, man kommt sehr weit durch, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, es für die alleinige Navigation zu verwenden, weil es trotzdem mal sehr plötzlich enden kann. Ansonsten in den Städten, auch auf den meisten größeren Dörfern, war es überhaupt kein Problem, hätte man auch zum Arbeiten nutzen können, weil wirklich die Verbindung sehr schnell war. Kommen wir zum letzten Punkt, dem Fazit unserer Mongolei-Reise. Was soll man sagen? Das Nadam-Festival war gigantisch. Ich fand es so toll, diese mongolischen Kehlkopfgesang. Ich sag's euch, da kriegt ihr Gänsehaut. Ja, dieses das ist unglaublich geil. Und die Mongolei oder auch das Nadam-Festival, das war ein absolut kulturelles, anderes Thema, als was wir bisher hatten. Ja, sowas haben wir noch nie erlebt. Und tatsächlich fand ich das Nadam-Festival richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Also das war von Pferderennen bis zu den Ringkämpfen bis hin zu dieser Show. Ultra geil. Dann zur Landschaft. Landschaft, du kommst an und es ist einfach leer. Dann denkst du so, ui, das wird geil. Ganzen Tag leer. Aber tatsächlich, nach ein paar Tagen hat man sich an der Leere satt gesehen. Dann sieht man wieder gerne was. Ja, dann freut man sich auf die nächste Stadt. Also, wie soll man sagen, die Eindrücke, die die Mongolei uns natürlich vermittelt hat, also mit den Privatskipferden, die ganzen Nationalparks, gigantisch toll. Ja, also, aber irgendwann hat man genug von der Einöde. Und das ist eigentlich der einzige negative Punkt, muss ich sagen, in der Mongolei, dass es irgendwann zu leer wird. Aber ansonsten die Natur, die ganzen Eindrücke, das Erlebnis in der Gobi, sich fast verfahren zu haben, es war gigantisch. Also ich würde es definitiv wieder machen. Und wenn man auf Abenteuer steht, ist die Mongolei definitiv ein geiles Reiseziel. Wenn man jetzt so Poolurlaub haben möchte, dann würde ich nicht in die Mongolei fahren. Mein Mongolei-Fazit deckt sich relativ weit mit dem von Max. Allerdings kam bei mir eben noch hinzu, dass ich ein bisschen mit dem Essen gekämpft habe. Ein Monat nur Beilagen, das macht nicht so richtig glücklich. Das andere ist, was ich noch hervorheben möchte, die Mongolei ist ein super Reiseland für Reisende, die gern mit anderen Reisenden in Kontakt kommen wollen. Sei es über Hostels, sei es über Touren, die man sich gemeinsam gebucht hat. Übrigens auch noch ein Tipp, wenn man über Hostels die Touren vor Ort bucht, sind sie meistens deutlich billiger als übers Internet. Es sind halt dann nicht die Luxustouren, die angeboten werden, aber man findet da die günstigeren Touren. Und dann kommt man halt wirklich mit Reisen ins Gespräch, die wirklich schon viele Reisen erlebt haben, weil es eben kein 0815 Reiseziel ist, in dem jeder schon war. Und es macht dann einfach Spaß, sich auszutauschen. Und wenn man das Glück hat, mit Mongolen ein bisschen näher ins Gespräch zu kommen, es ist einfach ein so lustiges, herzliches Volk. Ein bisschen größenwahnsinnig im positiven Sinne. Man ist irgendwo im Nichts und man sieht da einen Toyota Prius stehen und daneben Leute, die Volleyball spielen. Und das ist so die Mentalität. Und die Leute reiten immer noch gerne einfach mal am Wochenende in die Pampa, in den Wald rein und gucken, wo sie rauskommen, campen dann irgendwo. Das ist so eine fröhliche, leichte Lebensart, die man da so ein bisschen mitnehmen kann. Und das ist wirklich mal, wenn man nur so Großstädte in Asien gewohnt ist, wenn man aus den Ländern mit sehr vielen Regeln kommt, dann kann man in der Mongolei mal so ein bisschen ein freies Lebensgefühl erleben. Also wirklich einfach die unglaublichen Weiten, auch im Kopf und ohne Grenzen. Und das war wirklich, wirklich schön.